Modell Bernd Spaß am Comer See. Eine Reihe italienischer Familienväter ist dabei, auf dem schönen großen Platz für das deutsche Fernsehen Schienen zu verlegen. Die Staatsgewalt in Form eines Polizisten begutachtet den Streckenbau und wie sich zeigt, ist amtlich dagegen nichts einzuwenden. Auf der Modellbahnstrecke der Spur H0 wollen wir die stärkste Lokomotive aller Zeiten, Big Boy, testen. Der freundliche ältere Mann links im Bild ist Herr Rossi. Er hat Big Boy im Maßstab 1:87 nachgebaut. Zusammen mit seinem Neffen setzt er die Lok auf die Schienen. Und dann soll der Beweis dafür geliefert werden, dass auch die Minilok wie das große Vorbild gewaltige Güterzüge ziehen kann. Fachjournalisten, Modellbahnfreunde und die Konkurrenz bezweifelten, dass auch der kleine Gigant ganz groß ist. Und so wollten wir es schließlich genau wissen und schickten in Como den Big Boy mit einem Güterzug auf die Strecke. Das Ergebnis? Das wird erst am Ende der Sendung verraten. Eisenbahngeschichte ist die Vergangenheit berühmter Lokomotiven und Züge. Am 7. Dezember 1835 fuhr das erste Mal in Deutschland ein Zug von Nürnberg nach Fürth. Und schon wenige Jahrzehnte später rollten auf den eisernen Bändern der Schienen Züge durch ganz Europa. Die Lokomotive der Baureihe 18 zog einen der bekanntesten Züge, den Rheingold. Der Rheingold wurde im internationalen Zugverkehr von Holland in die Schweiz eingesetzt. Die violett- und elfenbeinlackierten Wagen des schnellen Zuges mit aufregender Eisenbahnvergangenheit gibt es bei der Bundesbahn schon lange nicht mehr. Kölner Eisenbahnfreunde haben einige Waggons liebevoll restauriert und setzen sie für Sonderfahrten ein. Und dann kann man die Rheingold-Geschichte natürlich auch im Modell lebendig werden lassen. Millimetergenau sind die vierachsigen Rheingold-Salonwagen und der Gepäckwagen im Modell nachgebildet. Es gibt sie in den Baugrößen H0 und N. Zu einem kompletten D-Zug gehören die verschiedensten Waggons. Ein Gepäckwagen, ein Bahnpostwagen, Personenwagen erster, zweiter und womöglich dritter Klasse und dann natürlich noch die richtige Lok davor. Die großen Windleitbleche an der Schnellzuglok der Baureihe 01 lassen ahnen, dass ein Zug der ehemaligen Reichsbahn vorbeifährt. Am Postpackwagen und dem Personenwagen stimmt jedes Detail. Hier kommt ein D-Zug der Bundesbahn an. Hinter der Lok die schönen alten Hechte. Diesen Namen hatten die D-Zugwagen wegen ihrer abgeschrägten Wagenenden bekommen. Die Hechte sind ein Glanzlicht auf jeder Modellbahnanlage. Es gibt sie in den Baugrößen H0 und N. Seit 1927 stellte die London Midland and Scottish Railway Company neue Lokomotiven in Dienst.
Sie waren für den Personenverkehr nach Glasgow und Edinburgh vorgesehen. Die erste Lok bekam den Namen Royal Scott und es dauerte nicht lange, da trug der Zug von London nach Schottland diesen Namen. Der Royal Scott wurde so sehr mit der britischen Eisenbahn identifiziert, dass man einen kompletten Zug 1933 zur Weltausstellung nach Chicago schickte. 12.000 Meilen fuhr er als rollender Botschafter durch Nordamerika. Sammler und Freunde ausländischer Eisenbahn können das wahrhaft königliche Zugmodell in der Baugröße H0 bewundern. Als das Eisenbahnzeitalter begann, hatten die Lokomotiven einen Namen, wie zum Beispiel Rocket und Adler. Bald aber wurden die Namen durch Zahlen ersetzt, anders bei den Zügen. Ihre Namen haben zum Teil bis heute überlebt. Einer der großen, schnellen Luxuszüge der Vergangenheit war der Flèche d'Or, der Paris mit Calais verband. Auf der anderen Kanalseite in England gab es den Golden Arrow. Mit den goldenen Pfeilen konnte man von Paris nach London reisen. Am bekanntesten von allen Zügen wurde der Orient Express. Und genau wie Luxusdampfer als schwimmende Hotels angesehen wurden, galt auch ein solcher Zug als rollendes Hotel. Die Orient Express-Züge fuhren von Ostende, Paris und Berlin nach Sofia und Konstantinopel. Ein Hauch von englischen Lords und Scheichs aus dem Orient, Abenteuer und viel Romantik. Das war die Welt des Orient Express, der Jahrzehnte alle Wirren der Zeit überdauerte. Jetzt gibt es ihn nur noch im Modell. Die Eisenbahn heute ist nur noch nüchterner technischer Alltag. Die Dampflokromantik muss man suchen. Zum Beispiel bei der Achenseebahn in Österreich. Die Achenseebahn verbindet Jenfeld über einen Berg mit dem Achensee. In den steilen Kurven muss sich die Zahnradlok mächtig anstrengen. Das Fauchen und Dampfen der Lok erinnert wehmütig an eine Zeit, die schon lange vorbei ist. Noch einmal Eisenbahnverkehr im Gebirge, Elektroloks vor Schnellzügen und das Schweizer Krokodil vor einem schweren Güterzug. Trans-Europa Express mit einer Elektrolok der Baureihe 103.
Ein Güterzug hinter einer Dampflok. Spätestens jetzt wird wohl jedem klar sein, dass der große Bahnbetrieb bei der kleinen Modelleisenbahn stattfindet. Unsere Bilder zeigen Eisenbahnalltag auf einer Minitrix-Ausstellungsanlage. So ungefähr sah der Bahnverkehr aus, als die letzten Dampflokomotiven bei der Deutschen Bundesbahn eingesetzt wurden. Im Bild die Güterzug-Tenderlok der Baureihe 85 mit einem schweren Güterzug. Die Lokomotiven der Baureihe 85 wurden 1932 für den Betrieb auf steilen Steigungsstrecken gebaut. Ihr Einsatz auf der Höllentalbahn hat sie berühmt gemacht. Die Möglichkeiten für Modellbahnzüge sind unbegrenzt. Beispiele in Baugröße N. Namenlose Schnellzüge und der Rheingold, Personenzüge im Reichsbahngrün und der Orientexpress. Züge der Vergangenheit im Maßstab 1:160 und im Modell die Eisenbahn von heute, zum Beispiel der Trans-Europa-Express mit der Elektrolok Baureihe 103. Das ist die modernste Elektrolok der Deutschen Bundesbahn, Baureihe 120 mit einem Intercity-Zug. Eisenbahnbetrieb im Stundentakt wie bei der Bundesbahn, das macht Spaß. Doch auch Eisenbahnen aus Übersee haben ihre Reize. Der Modellbahnzwerg ist eine Dampflok der Baltimore and Ohio Railway aus den USA. Amerikanische Modellbahnen fahren immer häufiger in deutschen Wohnungen. Und das hat seine guten Gründe. In den USA gab es eine große Zahl von Eisenbahngesellschaften, die ihre Lokomotiven und Waggons mit wohl allen Farben des Regenbogens anmalten. Die großen Strecken führten zu ganz anderen technischen Lösungen für Lokomotiven als bei uns. Amerikanischer Bahnbetrieb ist deshalb eine reizvolle, exotische Eisenbahnwelt. Union Pacific und Santa Fe, Pennsylvania und Norfolk and Western. Das sind nur einige große Namen der amerikanischen Eisenbahngeschichte.
Amerikanische Schnellzüge und Güterzüge in Baugröße N und in der Spurweite H0. Die große Zeit der Eisenbahn ist schon lange vorüber. Wer die Meilensteine der Bahn von gestern erleben will, muss in Büchern nachlesen. Jede Lokomotive hat ihre eigene Vergangenheit. In Wort und Bild ist sie erhalten geblieben. Die Bilder der letzten bayerischen Dampflokomotiven und die Geschichte der Eisenbahn in Baden-Württemberg fehlen ebenso wenig wie Berichte aus den Lokomotivfabriken und Fotos von den letzten Tagen der Dampfrösser bei der Deutschen Bundesbahn. Die gute alte Eisenbahn hat bei den Verlagen Alba, Frank und Motorbuch ein Zuhause gefunden. Und dann natürlich in vielen Modellen. Mehrzweckdampflok der ehemaligen Bayerischen Staatsbahn und königlich bayerische Güterwagen. Diese Modelle gehören zu den schönsten, die jemals eine Fabrik verlassen haben. Und so muss es ausgesehen haben, als vor Jahrzehnten die grünen Bayern über die Schienen rollten. Das Filigran der alten Güterwagen ist bestechend. Da stimmt jeder Schriftzug, da ist einfach alles großartig. Eine Lokomotive der Bauart Meyer mit zwei Triebgestellen. Sie wurde für die krümmungsreiche Windbergbahn bei Dresden gebaut. Das ist die Lokomotive der Baureihe 53 von Borsig, eine schwere Güterzuglokomotive der Bauart Mallet. Die Gelenklokomotive hat zwei Triebgestelle und vier Zylinder. Allerdings hat es diese Lokomotive vor einem Güterzug nie gegeben. Die überschwere Lok wurde im Auftrag der Reichsbahn entwickelt und als die Pläne vorlagen, gab es keine Reichsbahn mehr. Erst im H0-Modell sind die Konstruktionszeichnungen zum Leben erweckt worden. Thank you.
den Weiten Nordamerikas konnte man solche Züge mit einer Heißler-Lokomotive finden. Die angetriebenen Drehgestelle machten es möglich, unebene Strecken mit scharfen Kurven zu durchfahren, ganz im Stil von Wild West. Bei dieser Lok wird sogar noch das Drehgestell unter dem Tender angetrieben, das erhöht die Zugkraft. Bei den Eisenbahnen in Nordamerika gab es im Gegensatz zu Europa viele Gelenklokomotiven. Die größte war Big Boy. Die American Locomotive Company baute diese Lok von 1941 an. Big Boy konnte auf gewundenen Gebirgsstrecken über 100 schwer beladene Waggons von insgesamt fast 2 Kilometer Länge ziehen. Die Gelenklokomotiven der Bauart Mallet sind die wohl technisch am weitesten entwickelten Dampflokomotiven überhaupt. Die Dimensionen beeindrucken auch im Modell. Die H0-Lok ist 47,5 cm lang, das Modell der Baugröße N bringt es auf 25,5 cm. Auf die Bevölkerung von Como hatte unser Experiment eine magische Anziehungskraft. Geduldig umlagerten die Schaulustigen die Teststrecke. Und dann war es soweit. Mit über 100 Waggons zog Big Boy am erstaunten Publikum vorbei. Wenn die Teststrecke lang genug gewesen wäre, die großartige Präzisionsmaschine hätte es wohl auch mit 150 oder 200 Waggons aufgenommen. Die berühmten Namen einer großartigen technischen Vergangenheit haben das auch im Modell.